The mic and make sure it sound right, boys. Als Fan von Schlagerstar Helene Fischer lebt man aktuell in einer Art Zwiespalt. Auf der einen Seite freut man sich über das neue Album, Rausch, die TV-Shows mit der Schlagerkönigin, die Ende vergangenen Jahres für mehr Einblick in das Leben des Schlager-Megastars sorgten. Mittlerweile ist es wieder sehr still um Helene Fischer geworden. Ihr bis dato letzter Instagram-Post datiert auf den 4. Februar ihr Konzert in Bad Hofgastein, das am 8. April hätte stattfinden sollen, wurde auf den 1. Oktober 2022 verschoben. Helene Fischer, ihre Fans verlieren die Geduld. Helene Fischer, ihre Fans verlieren die Geduld. Alles Punkte, die die Geduld der Fans so langsam auf eine harte Probe stellen. Klar, für die Corona-Lage in Österreich kann die 37-Jährige nichts. Etwas mehr Transparenz bei Social Media hätte Helene und ihren Fans aber sicherlich gut getan. So ist es wenig verwunderlich, dass die Kritik an der Schlagerkönigin zunimmt. Unter dem Post, der die Verschiebung des Österreich-Konzertes ankündigte, häufen sich negative Kommentare. Ich habe heute alle Platten von Helene Fischer weggeschmissen, berichtet von einer drastischen Reaktion. Und eine andere Anhängerin schreibt resigniert, das war doch klar, es wird überhaupt kein Konzert stattfinden dieses Jahr. Helene Fischer, steht sie in 2 Wochen schon wieder auf der Bühne? Wenn sie sich da mal nicht irrt, so scheint das Helene Fischer Konzert beim Snookener im schweizerischen Grindelwald am 27. März stattzufinden. Sogar Restkarten für das Helene-Konzert, das bereits um 14 Uhr beginnen soll, sind auf der Homepage des Festivals noch verfügbar. Man darf also gespannt sein, ob Helene in 2 Wochen nach ewig langer Pause endlich wieder auf der Bühne steht. Ob Kind oder Erwachsener, jedem Fan der Schlagerkönigin dürfte darüber wohl mehr als erfreut sein.